Hallihallo, Hallöle, zurück zu ESO, weiter geht's. Letzte Folge war in Santaki, haben wir fertig. Jetzt gehen wir runter zum Lager der Ashaba weiter. Das ist ja noch unser erstes, nächstes Ziel, was wir ansteuern wollen. Wir wurden erst von den Regenfeldern hier aufgehalten, den Joat. Geht's mal weiter. Wer die Quest nicht gesehen hat mit den Regenfeldern, guckt in der letzten Folge. Da haben wir, glaube ich, komplett abgeschlossen. Was haben wir hier? Nix, Händler. Okay, weiter. Ja, Alisa Code. Ja, kann man wieder Set herstellen. Ja, natürlich mit. Alles einzeichnen auf der Karte. Braucht man nicht, aber der Vollständigkeit halber. Was kann man hier herstellen? Alessias Bollwerk. Aha. Okay. Was wir dann in ein Gewölbe, kein Dungeon-Gewölbe. Oh, ein Schiff wird Zinn. Sehr schön, weitermachen. Mine von Divats Verdruss. Weißes, heißes Gewölbe. Oh, hier ist eine Quest. Thronhüter Fachfahrt. Du wackerst Thron entdeckt. Ich alles entdeckt, wenn man durch die Wüste latscht. Man ist auch in der Sahara, finde ich. Sie werden dafür büßen, dass sie. Ja, dann büßen für jede. Du Wacker, dieser Mann ist. Also, jetzt kommt das alles genau wieder abgelenkt hier. Und da wollen wir eigentlich noch hin. Sind wir hier. Nehmen wir erstmal ins Gewölbe. Mine von dir, was für draus. Ist das schon mal weg. Immer schön eins nach dem anderen. Die alles durcheinander. Kommt man sehr schnell durcheinander. Und hier ein bisschen, da ein bisschen, ist mal scheiße. Machen wir hier erstmal. Auch wenn wir vielleicht hier nochmal rein müssen, aber egal. Das werden wir ja dann sehen. Kurz das Trinken, Moment. Oh ja, auch nicht gerade so groß. Wieder rechts rum, genau. Rechts, immer rechts lang. Tag, schon müde. Ich mach da erstmal nachts. Ah, hier klappt einer. Oh mein Güter. Ohne Bär? Oder ist das gar kein Hüter? Könnte die auch sein. Templer ist das. Templer mit Pfeil und Bogen sieht man auch selten. Rezept Pfannenforelle. Hört sich lecker an. Fisch esse ich schon gerne. Wozu mal schön Fisch? Jetzt habe ich mal wieder so eine Backfilet, die Filetdinger da geholt da. Habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Wird mir wieder Zeit. Ruckzuck.
kann nicht glauben, dass ich sie endlich... Nun. Weiter geht's. Hier ist uns nix, ne? Nix, nix, nix. Sprich mit Verliese, ja. Sprechen wir noch. Ey, nicht wegrennen. Was soll das? Kollege, du bist ein Beige. Ich sehe nichts. Ah, Himmelsscherbe. Ah. Treffen dich zur Ogre in der Bar. Himmelsscherbe, Juche. Da oben noch was? Mit da oben kann ich rein. Ne, wahrscheinlich da der Boss sein. Egal, gehen wir mal gucken. Ich kann es gerne gucken, wenn er das geguckt. Hier ist nichts, ist kein Boss. Kein bisschen. Ein bisschen fürs Höschen. Nix, okay. Schlafen. Schon spät am Tag. Noch ein Oger. Ich fühle mich wundern, wenn der Boss hier ein Oger ist. Warum nicht, ne? Kann man ja machen. Hey, Alter, bleib mal stehen. Bevor du mich nervst, kommst du weg. Mutzock, nein. Hier bin ich erst. Ach, ich bin ja einmal im Kreis gelaufen, ne? Ah. Verstehe. Kreisverkehr laufe ich auch mal im Kreis. So, bin ich wieder hier, muss ich rechts lang. Rechts. Da war die Himmelsscherbe. Ist hier nichts. Muss jetzt hier lang. Das wäre eine Nachricht, eine Notiz. Hallo, Oger. Du stinkst ein Füßchen. Zieh mal was an.
Wasch mal die Füße. Kein Benehmen, du Bruder. Kein Benehmen. So. Auch vorbei. Stimmungsvoll. Schön. Noch ein Notizrückzug. Vielleicht 300. Bei Fuß. Platz. Mach Platz. Ja, nicht beißen. Platz. Du bist brav. Warum wohl bei ein kleiner Magiker? Den brauche ich nicht. Hier müsste irgendwo der Boss sein. Ach, ist er schon. Hi. Oh, zu spät. Arsch. Mit Loch. Muss ich warten? Ja, tschüss, hab ab. Mach die Blätter. Krieg die Kurve. Gewinn Land. Mach die Blätter. Genau, geh aus meinem Sichtfeld. Ach, das ist er schon wieder. Nicht helfen, mein Gott. Ich bin schon groß. Moment. Da ist falsch. Da lang. Hat er immerhin ein bisschen gewartet, mir einmal geholfen. Ach, schön. Was findet man selten? Bin immer groß. Nicht schade. Diese Hilfsbereitschaft. Ich mache es ja auch regelmäßig, wenn ich kann. Helfe natürlich, klar. Aber das andere auch mal helfen, das findet man selten. Die meisten werden einfach abgehauen und fertig. Das ist traurig. Templer. Yeah. Cool. Ja, Templer ist auch nett. Auch eine schöne Klasse. Zu spielen, finde ich. Aber am besten gefällt mir der Nekromant. Als ich den mal ernsthaft gespielt habe. Ein Anker. Hat der gerade gemacht oder? Ich kann nichts sehen. Ich sehe nichts. Jemand was macht? Ja, lass mal lieber. Wenn wir schon hier oben sind, wer weiß, wie wir wieder hier hochkommen. Ich meine, und da kommt man immer, klar. Runter ist kein Problem, aber rauf. Ah, ihr haltet doch hier. Okay, okay. Ja. Yeah. Hier kommt man zum Beispiel rauf. Es gibt ja immer wieder Gruppen, die machen, wie zum Beispiel hier in der Allegro-Wüste bestimmte Anker.
nach und nach. Wie hier, ganz normal. Man kann sich einfach anschließen, natürlich nur wissen, wo die sich jeweils dann hinporten, ist klar. Kann man einfach damit mitmachen. Einfach so. Das ist auch schon der Boss, ne? Das war's. Bitte nicht. Da liegt, einer. Diese Sterblichen sind stark. Man muss nur einmal Schaden machen. Das war's. Ich mal sofort. Die Truhe. Ja. Ring des Schwertsängers. Jetzt ziehen die los auf zum nächsten. Nächsten Anker. Achso, Ring wollte ich. Mein Gott. Ring des Schwertsängers. Ausdauer. Waffenkraft drunter. Scheiße. Ja, Ausdauer, weniger Leben, ja doch, doch machen wir euch. Hm, natürlich nicht, so. Ist die ganze Bande los, hinten zum Teleporter, porten sich zum nächsten Anker. Ich mach da nie mit, aber ich weiß auch erstmal nicht, wohin die sich jetzt porten. Und das machen sie auch ein paar Stunden lang. Nee, möchte ich nicht. Ich muss sie schnell überladen, muss zurück in die Stadt und, ach, nee. Man kann natürlich auch hier am Anker warten, bis sie wiederkommen. Da hinten, da kann man natürlich warten. Ja, auf alle Fälle eine große Gruppe, die den Anker auf alle Fälle schaffen. Alleine so einen Anker machen ist nämlich sehr stressig. Alleine schon zuletzt bei dem großen Fleischkoloss gesehen. So, ich sehe gerade wieder ein bisschen überzogen, aber ist nicht so schlimm. So ein Tipp, falls ihr auch mal machen wollt. Einfach in Chat schreiben in der Welt, in dem Gebiet. Mit einem schon geholfen. Was ist, wenn die Helden aus den Legenden von den Toten erweckt wurden? Tja, was ist dann? Dann haben wir Walking Dead. Okay. Sag mal, mach ich Schluss für heute? Wir sehen uns in der nächsten Folge von ESO. Bis dahin, tschö mit Ö.